So, wunderschöne guten Abend mal wieder hier. Ja, und dann komme ich jetzt mal zu meiner Eisenoxid-Joultief-Spule, in der ich noch einen Joultief drin versenkt habe. Und zwar, das ist ein Joultief, ja, Experimentalaufbau und das hier. Ja, und da habe ich jetzt mal mein Kilo-Umdrehpoti drauf. Und zwar läuft die ganze Sache hier damit 1,5 Volt und hier 1,2 und der halt nur Akkus. Ja, da. Und wo ist er hin? Da. Nee, da. Das hier ist ja eine 12 Volt Lampe. 1,5 Watt. Allerdings leuchtet die mal wieder auf dem Video heller wie in Original. Also die ist auf keinen Fall volle Pulle. Die ist vielleicht, die läuft gerade mal zur Hälfte, wenn überhaupt. So. Und zwar das Krasse ist, dass ich die Lampe, der Joultief hier, hier ist mein anderer drin, versenkt. Da kann man ja sehen. Ja, sieht man hier nicht. Und zwar, der Joultief hier ist in einem Drahtverhältnis 1 zu 4. Da habe ich vorhin die ganze Zeit drüber geschrieben. Also hat das auch ungefähr so, ja, wie hat vorher schon so meine Gedanken dahingehend. Und danach habe ich das gebaut. So, und der scheint ganz gut zu laufen. Hier drinne, die würde eigentlich mit 4,5 Volt laufen, die Lampe. Ist auch nicht volle Pulle, sieht nur so aus. So, aber das Krasse ist, wenn ich das Joultief hier in der Eisenoxidspule versenke, geht die an. Also es gibt auf jeden Fall eine Wechselwirkung. Ja, kann man das sehen? An, aus, an, aus, an, aus. Ja. Na gut. Ja, das mit dem. Ja, die Leute, die jetzt bei Facebook drauf waren, die haben das mitbekommen. Also, was ich darin gepostet habe, da scheint was dran zu sein. Also, das werde ich auf jeden Fall mal weiterverfolgen. Aber ich werde wohl jetzt mehr so in Richtung Joultiefs gehen, weil mit Bedini komme ich erstmal nicht weiter. Also, seit denn, da gibt es noch irgendwas Neues. Ja. Ach so, Ampere. Ja, so, Ja, mache ich andermal. Gut, es ging mir erstmal nur darum, dass hier auf jeden Fall was möglich ist. Gut, bis dann, tschüss.